Ein beliebter Programmpunkt des Luxemburger Kultursommers ist das Open-Air-Kino am Schlossplatz. Ein guter Film, gutes Essen und gute Drinks sorgen für beste Stimmung am Eröffnungsabend. Von Crepe über Würstel bis zu leckeren Sommercocktails zum Aufwärmen. Danach ein amüsanter Film bei angenehmen Temperaturen. Nicht nur für die Luxemburger selbst, sondern auch für die Menschen der Nachbarsgemeinden ist das Sommerkino vor dem Eingang zum Schloss ein Höhepunkt des Kultursommers. Waren Sie schon öfter im Sommerkino Luxemburg? Ja. Ja? Gefällt es Ihnen hier? Ja, sehr schön. Das Ambiente gefällt uns sehr. Ich bin begeistert, ich liebe es. Es ist wunderschön, ja. Ich mag das wahnsinnig gerne. Wir kommen jedes Jahr her. Ja, zum wievielten Mal? Zum vierten Mal. Und haben Sie schon kulinarisch was verkostet hier auch? Haben wir schon, alles. Ist das ein gutes Angebot immer hier? Ja. Ja, wir sind zufrieden, oder? Dieses Sommerkino erfreut sich wirklich unglaublicher Beliebtheit, nicht nur bei uns in Luxemburg für die einheimische Bevölkerung, sondern auch für den Freundschaftskreis und für die Familie. Wir erleben hier immer wieder sehr, sehr viel Familienzusammenführung, sehr viele Ausflüge, die sich dann letztendlich hier am Schlossplatz in einem netten und wirklich gediegenen Ambiente abspielen. Ja, und ich sage ganz ehrlich, von der Organisation her hat unsere Vizebürgermeisterin Elisabeth Maxim das auch im 10. Jahr des Bestehens bestens im Griff mit dem Team der Marktgemeinde Luxemburg. Und man sieht ja, der Erfolg, der gibt uns einfach recht. Aber ich glaube, mit diesem Schlossplatz hier, mit der Qualität an Filmen, der Filmauswahl als solches, aber auch der Gastronomie, bieten wir hier wirklich etwas ganz, ganz Besonderes im Sommer. Was werden wir denn heute als Eröffnung sehen? Willkommen bei den Hartmanns, das ist ein deutscher Film. Da geht es um eine Flüchtlingsfamilie, eine Familie, die einen Flüchtling aufnimmt und die ganzen Probleme, die da entstehen. Also ein sehr amüsanter Film. Liegt der Schwerpunkt auf humoristischen Filmen? Nein, nicht unbedingt. Wir zeigen ein breites Spektrum. Wir wollen alle Gäste erreichen mit unserem Programm. Schwerpunkt ist natürlich der europäische Film. Der europäische Film mit Schwerpunkt Italien, Frankreich, England. Und natürlich, weil wir eine Förderung vom Land Niederösterreich bekommen, müssen wir auch einen Film spielen, der bei der Diagonale gewonnen hat. Und das ist dieses Jahr Die wilde Maus. Ein kurzes Wort noch zum Platz an sich. Der Schlossplatz hat ja historische Gebäude. Was ist da der Hintergrund von der Leinwand? Der Hintergrund ist der Eingangsbereich des sogenannten Blauen Hofes, also des neuen Schlosses. Und das neue Schloss inklusive der Nebenräumlichkeiten wie Konferenzzentrum, wie Schlosstheater, feiert zufälligerweise ja insofern heuer durch den 300. Geburtstag von Maria Theresia ein großes Jubiläum. Denn sie war es eigentlich, die damals durch Aufträge an den damaligen Stararchitekten Nicola Bacassi Luxemburg dieses Ambiente, dieses kaiserliche Ambiente letztendlich verschafft hat, und davon klarerweise profitieren wir noch heute.